Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, bevor ich das nächste Türchen öffne, das 12., habe ich eine kleine Frage an euch. Wie bewertet ihr die Videoqualität dieses Videos? Ich habe mal ein bisschen was anderes ausprobiert für dieses Video und schreibt einfach mal, wie ihr es findet in die Kommentare. Und falls ihr es gut findet, dann werde ich das vielleicht weiter so umsetzen. Des Weiteren schreibt am besten noch dazu, in welcher Qualität ihr dieses Video schaut. Ob ihr das Video jetzt in 720p guckt, 1080p oder auch in 2160p. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann geht's auch schon zum nächsten Türchen. Türchen Nummer 12 hier. Gucken einfach mal, wie wir das aufkriegen. So. Oh, ich sehe schon eine Glitzerkarte in Türchen Nummer 12. Und Peter Pekarik als Matchwinner. Keine Ahnung, ob ich den bereits habe oder nicht. Ich merke gerade so ein bisschen an Fokussieren. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Videoqualität. Yatta, Shooting Star. Und Haraguchi als normale Karte. Den habe ich ja schon, aber hier eine neue Shooting Star Karte. Und vielleicht ein neuer Matchwinner. Ob der wirklich neu ist, das werden wir einfach morgen sehen. Also ich werde den gleich einsortieren und euch morgen mitteilen, ob ich den bereits hatte. Hier. Die Belichtung ist jetzt ein bisschen anders, beziehungsweise die Belichtung ist gleich, aber sie passt sich dem Video ein bisschen an. Ihr müsst einfach mal sagen, wie ihr das Ganze findet. Die Videoqualität, die Auflösung, Fokussierung. Einfach mal schreiben, wie ihr die findet. Ja, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bewertet das einfach mal in den Kommentaren und dann sehe ich mal, ob ich das weiter so umsetzen werde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen, euer Sammlerwelten.